So Leute, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Wir sind immer noch im Solo-Modus. Wie ich online verliere, zeige ich euch lieber nicht. Wir sind immer noch bei der Duellstrategie. Und ich möchte euch eins meiner... Also wir haben jetzt die Practice-Sachen durch. Ich möchte euch heute eins meiner Decks zeigen. Ich habe nämlich hier ein paar Decks gemacht. Also das habe ich geschenkt bekommen. Arbox Rückkehr ist ein furchtbar schlechtes Gift-Deck. Das zeige ich euch jetzt als erstes. Da könnt ihr euch richtig über mich lustig machen. Das Deck ist furchtbar schlecht. Also spielen wir es. Wahrscheinlich verlieren wir. Selbst gegen den NPC. Also das ist wirklich das schlechteste Deck, das ich gebaut habe. Aber ich finde es lustig, deswegen. Manchmal muss man was spielen, weil es lustig ist, nicht weil es gut ist. Ihr merkt, ich habe auch nicht genug Schlangen, deswegen habe ich mit Dings aufgefüllt. Was sind Monstereffekte? Neben normalen Monstern mit gelben Rändern gibt es auch Monster mit besonderen Effekten, die ähnlich wie Zauber- und Fallenkarten funktionieren. Es gibt viele Möglichkeiten, Monstereffekte zu verwenden. Du kannst nicht nur Effekte wie Mystrik Huldra aktivieren und verwenden, sondern es gibt auch Effekte, die du permanent verwenden kannst, solange das Monster sich auf dem Spielfeld befindet. Ja, die gibt es. Kann ich voll bestätigen. So, wir spielen als erstes mal reptilianische Skiller und statten sie mit aus der Hautbahn aus. Jetzt mal unsere Giftverbrennung verdeckt, falls wir irgendwann Giftkarten ziehen, die wir auch anwenden können. Ja, damit darf er eine Karte spielen. Wir brauchen halt den Giftsumpf, sonst funktioniert hier nichts. Giftkarten funktionieren nur im Sumpf. Aber da ist die Giftschlange. Ich könnte ihren Effekt aktivieren, um einem Monster Gift zu geben vom Gegner. Nützt uns aber gerade nichts und der da zerstört eine unserer Karten. Ja. Das ist halt die Strategie von ihm jetzt. Ganz viele Effekte aktivieren. Wunschnappfahrt. Dann kriegt er die Karte wieder zurück und ruft. Oh, wen hat er denn da? Mustrik Huldra. Ah. Ich verstehe. Böser Drache. Ananata. Schwöre ihn als Spitz. Oh. Damit habe ich die entfernt. Ich glaube, er hat nicht genug Angriff. Nein, hat er nicht. Okay. Ich muss ein bisschen improvisieren. So, ich nehme den Schaden. Unsere Karte wird nicht zerstört. Moment, was? Oh. Am Ende der Battle-Phase war ich etwas zu voreilig. Ihr merkt es, ich bin mit meinem eigenen Deck derzeit nicht vertraut. Bin ich nicht, so gar nicht. Und es ist halt auch kein gutes Deck. Also ich habe wirklich gute Decks. Das hier zählt nicht dazu. Das eine kriege ich eh nicht kaputt. Dementsprechend verpasse ich dem erstmal Gift. Ah, ich kann in dem Zug nicht angreifen, indem ich das mache. Ach, ist ja doof. Das ist doof.
Ja, Giftverbrennung. Ich brauche halt mehr Giftkarten, dass ich mehr Gift erzeugen kann. Stimmt, ich kann. Ich kann den König der Giftschlangen rufen. Ist jetzt nicht so mega stark, aber immerhin ein bisschen. Wie war das dann? Ah, eine darf er auf die Hand nehmen. Alles klar. Möchte halt keine meiner Schlangen rausmachen. Aus dem Friedhof nehmen, sonst wird er schwächer. Oh Gott, da ist es wieder. Und wir haben keine Falle. Was? Eine meiner Karten soll verbannt werden, die da. Stimmt, und dann kommt er wieder. Stimmt, das war so. Sein Effekt ist, dass man ihn immer wieder beschwören kann. Das Vieh. Das nützt mir jetzt natürlich relativ wenig. Aber ich kann immerhin ein Monster zerstören. Machen wir immerhin mal ein bisschen Schaden. Ach, ist das doof gerade. Also das Deck ist halt echt nicht gut. So gar nicht. So null. Null Komma gar nicht. Das ist ein Spaßdeck, was ich gebaut habe. Warum spiele ich das überhaupt? Weiß, weil es lustig ist. Ja, den da verbannen wir. Damit ist ein Reptil weniger. Erleuchtung. Was? Er kann damit nochmal angreifen? Nee, ich möchte seinen Effekt nicht aktivieren, das bringt nichts. Naja, immerhin mal wieder eine Schlange, eine echte. Wir bräuchten halt wirklich den Giftsumpf. Ah, okay, das war gut. Komm, jetzt gib mir. Na gut, Giftschuss ist nicht schlecht. Erhöhen wir den Giftzähler um 2. Ah, wir müssen eine Karte dafür auf den Friedhof schicken. Nehmen wir den. Jetzt cleverer machen können, aber ist jetzt egal. Warte nämlich eigentlich nur drauf, dass wir den Sumpf ziehen. Das ist halt die Kernkarte. Mir fehlt auch einer. Ich habe nur zwei Sümpfe. Ich bräuchte eigentlich einen dritten. Oh. Sehr schön. Es wird langsam. Mit dem Zylinder können wir 2000 Schaden beim Gegner anrichten. Dann müssen wir bloß genug Gift sammeln, dass die Giftverbrennung mit ihren 700 Schaden auch was bewirkt. Und da haben wir eine Schlange, die das möglich macht.
So, dann sind wir nämlich bei 5. Was bedeutet 3500 Schaden, sobald ich es mit der Giftverbrennung mache. Ja, ist okay, soll er es zerstören, wenn er Spaß dran hat. Finde ich gut. ...2300, damit ist er fast auf dem Stand, dass wir ihn besiegen können. So, dann holen wir uns mal unsere Giftboa zurück. Auch wenn wir den Sumpf nicht gezogen haben. Ja, Staubtornado ist uns eigentlich Wumpe. Wir erhöhen das Gift auf 7. Aktivieren Giftverbrennung. Verbrennen sämtliches Gift da drauf. 4900 Schaden, ja. So sieht halt Schaden aus, ne? Dann irgendwann mal in ferner, ferner Zukunft. Das war halt ein furchtbar, furchtbar schlechtes. Aber echt schlecht. Stärkung für die Armee haben wir erhalten. So, Decks werden mit 40 bis 60 Karten aufgebaut, egal wie stark eine Karte ist. Sie nutzt nichts, solange sie in einem Deck schlummert. In solchen Fällen muss die Hand mit wichtigen Karten bestücken. Nachschub für die Armee aus dem vorherigen Kapitel kann ein Kriegermonster der Stufe 4 deiner Hand hinzufügen. So, bevor wir zu Fest und Flauschig kommen, mein Lieblingsdeck, nehmen wir erstmal das Cyberdrachen-Deck und dann zeigen wir hier dem NPC mal, wie ein Cyberdrache funktioniert. Ja, der Computer, der will das bestimmt auch wissen. Ich glaube nicht, dass der das schon weiß. Achte darauf, deine Hand aufzufüllen. Du kannst verschiedene Karten einsetzen, Zauber- und Fallenkarten aktivieren und ein Monster beschwören, um im Duell voranzukommen. Falls du nicht weiterkommst und nur wenige Handkarten auf der Hand hast, kannst du Karten, die Verstärkung für die Armee, der lebendig heimkehrende Krieger verwenden, um deine Hand mit mehr Karten hinzuzufügen. Oder Emporkömmling Goblin, um weitere Karten zu ziehen. Sobald deine Hand wieder aufgefüllt ist, kannst du neue Wege finden, dich aus deinem Dilemma zu befreien und das Duell zu wenden. Ja, oder man spielt, wie Yu-Gi-Oh! Heute leider sehr, sehr oft gespielt wird, einfach so lange 300 Millionen Karten, also 5 Minuten, einfach nur solitär alleine. Und dann ist das Spiel vorbei. So, aber das hier machen wir... Ach, das ist Gradius sogar. Ja, den machen wir recht schnell fertig jetzt. Immer mal sehr schnell fertig. Mein Kraftbündnis funktioniert das auch aus. Hand- oder Spielfeldseite, perfekt. Wir spielen Cyberdrache 2, aktivieren seinen Effekt. Damit zählt er nämlich als Cyberdrache. Dann aktivieren wir Kraftbündnis. Da holen wir uns den Cyber-Zwillingsdrache, verschmelzen Cyberdrache Nummer 2 und Cyberdrache. Komm, können wir auch dahin rufen. Jetzt haben wir einen mega starken Cyberdrachen. Dann benutzen wir das Cyber-Dreh-System. Damit kriegen wir nämlich unseren Cyberdrachen wieder zurück. Und weil wir Lust haben, aktivieren wir noch Raigeki. Und der Cyberdrache, also der Cyber-Zwillingsdrache, kann zweimal angreifen, also. Ja. Also, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass unsere Hand sonderlich das Problem war. Mag an mir liegen.
So, und für das letzte Spiel benutze ich das Fest und Flauschig. Ich glaube zumindest, dass das letzte Duell ist. Es gibt ja noch ein Finale. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch irgendwas Großartiges kommt. So, was sind Ketten? Eine Kette entsteht, wenn der Effekt einer Karte als Reaktion auf die Aktivierung eines anderen Karteneffekts aktiviert wird. Beispiel, du kannst viele Konterfallen aktivieren und an eine Aktivierung einer Falle anketten, um dessen um diesen zu annullieren. Mein Gott, ich kann nicht lesen. Sobald es möglich ist, eine Karte zu verketten, wird eine Liste der Karten angezeigt, die verkettet werden können. Und du kannst auswählen, ob sie verkettet werden sollen. So, und wie ihr hier seht, sind das alles Kuscheltiere. So, er spielt ja hier hauptsächlich mit seinen Zauberkarten. Deswegen machen wir die gerade mal weg. Ja, aktiviert er zum Beispiel eine Kette. Die andere hätte er auch anketten können. Das muss ich gerade mal gucken. Okay. Dann beschwören wir uns den Kuscheltierhund und aktivieren seinen Effekt. Damit sind wir nämlich in der Lage, uns ein Monster aus unserem Deck zu holen. Obwohl, ich will eigentlich den Scherenkobold. Oh, der einzige Kobold gerade? Wo sind meine anderen Kobolde hin? Ah, Scherenkobold oder... Ja, gut, dann nehmen wir den Scherenkobold. Ist das nicht niedlich hier, Kuscheltierhund? Manchmal muss es halt einfach ein Kuscheltier sein. So, dann holen wir uns den Kuscheltier-Löwen. Einfach, weil wir das immer noch können. Er hat sich halt eine gute Verteidigung aufgebaut, das muss man ihm lassen. Und falls ihr euch jetzt fragt, was der Scherenkobold mit den ganzen Kuscheltieren zu tun hat, das werdet ihr noch sehen. Sobald wir eine Fusionskarte ziehen. Das ist keine Fusionskarte. Nee, der ist einfach nur Fusionsersatzmaterial. Nützt uns also nicht ganz so viel. Dann rufe ich uns so einen Scherenkobold. So, mit dem gehen wir mal auf Nummer sicher, dass wir an dem Monster vorbeikommen. Und jetzt greifen wir mit dem Kuscheltierhund direkt an. Oder auch nicht. Kuscheltiere dürfen wohl nicht direkt angreifen, gerade. Wir haben eine Eisenschrottvogelscheuche und einen magischen Zylinder. Da kommt er einfach nicht dran vorbei. Ah, der Kuscheltierbär. Stimmt, ich kann... Wir haben hier ein paar Xyz-Monster zur Seite gelegt. Dementsprechend kreieren wir jetzt mit diesen beiden ein Überlagerungsnetzwerk.
Der passt zwar überhaupt nicht ins Deck, aber er ist trotzdem drin. Einfach aus dem Grund, dass ich viele Level 3er habe und für den Fall, dass ich mal wirklich, wie jetzt halt eben die Situation leider war, nicht fusionieren kann, dass ich dann was anderes machen kann. Turn Change. Zum Glück die Kuscheltiereule. Die ist tatsächlich sehr gut. Denn ich kann ihren Effekt benutzen und kann uns eine Fusion holen. Achso, stimmt, ich muss seinen Effekt erstmal kurz aktivieren. Okay, ich brauche seinen Effekt nicht aktivieren. Kann ich den noch abbrechen? Nee, ne? Verdammt. Ja, dann zerstöre ich halt den Zylinder. Wollte ich eigentlich bloß die Fusion zeigen. Müssen wir nämlich ein Monster aus unserer Hand wieder oben auf unser Deck legen. Und jetzt können wir hier Fusion aktivieren. Und ich möchte gerne den Schreckenspelzwolf. Dann nehmen wir unseren Hasen. Schöner möchte ich. Achso, ich habe auf Abbrechen gedrückt. Ich möchte gerne den Hasen verwenden. Und den da. Und komm, die Eule nehmen wir auch noch mit. Komm, die können wir alle nehmen. Superfusion zu unserem Schreckenspelzwolf. Und weil der Hase dabei benutzt wurde, dürfen wir uns die Eule wieder auf unsere Hand nehmen. Warum habe ich den Wolf genommen? Naja, der Wolf hat einen schönen Effekt. Er kann nämlich so oft angreifen, wie man Materialien benutzt hat. Und da wir einen ganzen Sack voll haben, kann der Wolf einfach fünfmal angreifen. Das ist Power. Ja, wir sind Level Up. Wir haben den Boden der Fallgrube gekriegt. Und wir erhalten die Belohnung unserem Begleiter Sangan. Und damit ist das abgeschlossen. Gate clear. Das heißt, beim nächsten Mal können wir an den absoluten Monarchen gehen. Aber wir haben halt auch Missionen jetzt wieder dadurch fertig. Hier gab es 20. Okay, das ist jetzt nicht ganz so viel. Aber hier drüben gibt es halt... Ah, da kriegen wir das Existing, kriegen wir nochmal 1000 Edelsteine. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Dummerweise sind die meisten meiner Geheimpacks inzwischen wieder verschwunden. Riten der Spiegelwelt, Champions der Hoffnung. Ich möchte mal hier von den Vampiren ziehen. 10 Packs. Vampire können ja auch cool sein. Wenn sie nicht in der Sonne glitzern. So. Fusionstor, das ist eigentlich eine coole Karte. Was? Eiszeit-Ungeheuer, Polarpinguin. Eiszeit-Ungeheuer, okay. Ah, das Vampirfräulein. Ja, hier kriegen wir viele Vampirkarten. Das ist cool. Die Vampire mag ich persönlich eigentlich ganz gerne. Ich habe auch früher den Vampirlord immer. Oh, Naturia. Ich liebe Naturia-Karten. Wenn ich Naturia wirklich voll kriege, also ein eigenes Booster dafür, dann nehme ich das. Da könnt ihr drauf wetten.
Trommelsynchron, ja. Also bisher waren jetzt noch nicht die Karten, wo ich sage, boah, geil, dass wir die gekriegt haben. Das bleibt bisher noch ein wenig aus. Verflucht das Eldland, okay. Oh, cool. Und das Vampir-Königreich. Sehr gut. Fluch des Vampirs, okay. Ja, wie gesagt, bisher nicht so das Unglaubliche. Aber mit den Karten muss ich mich erstmal beschäftigen, bevor ich da sagen kann, ja, das ist unglaublich gut. Oh, wir haben das, zumindest das Sternenstaub-Pack haben wir gekriegt. Immerhin etwas. Oh, und wir kriegen jetzt ein Ultra-Rare-Pack, weil wir keine Ultra-Rare in diesem Ding hatten. Das wäre cool, aber dafür müssten wir noch mal 1000 zusammenkriegen. Mal gucken, ob wir das beim nächsten Mal schaffen. Ihr lasst mir jetzt Kommentar da, einen Daumen nach oben. Ich werde wahrscheinlich auch privat noch ein bisschen spielen. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Yu-Gi-Oh! Master Duel? Ja, Master Duel. Bis dann, euer Wolf.